dieses Bild von dieser Mauer auf dem Verlauf von einer Grenze, wo Menschen getötet wurden, wenn sie von einem Teil Deutschlands in den anderen Teil gehen würden, hat so viel Symbolkraft, wie es kaum etwas anderes hat. Noch viel mehr, als wenn wir da unten an der Siegessäule wären. Das, wo wir uns hier befinden, ist gelebte Geschichte. Und wir können heute einen Unterschied machen. Und auch die Polizisten können heute einen Unterschied machen. Und es wird sie zum Nachdenken bringen, ob sie in 2 Tagen mit Gewalt gegen Bürger aus dem eigenen Volk vorgehen. Wir sind das Volk. Wir sind der Souverän. Und wir machen das nicht mehr mit. Alle Polizeibeamten, die heute hier sind, schaut euch an, was die Politik in Berlin von Menschen verlangt, die ihr Grundrecht wahrnehmen wollen. Die wollen, dass man so aussieht. Alle die, die jetzt in den Livestreams sind, und es sind immer viele. Schaut euch an, wie eine Gesellschaft aussehen soll, die die Politik um Christian Drosten und Co. diktieren. In diesem Bild. Wollt ihr das? Wenn ihr das nicht wollt, übermorgen ist der Tag zu zeigen, dass ihr das nicht wollt. Das Bild hier ist beschreibend für die Politik der Unvernunft, für die Politik der Lüge, für die Politik der geistigen Gewalt, der Isolierung und des Todes von vielen alten Menschen, die wir im letzten Jahr beklagen mussten, und die gehen aufs Konto dieser Regierung. Und wir werden uns heute dieser Maßnahme fügen. Und ihr seht, die Polizei sieht das, die Regierung sieht das, wir fügen uns. Aber ich sage euch eins, auch wenn man uns äußerlich zum Sitzen zwingt, den Geist kann man nicht brechen. Das Herz kann man nicht brechen. Und ich werde meine Botschaft der Freiheit und der Wahrheit in dieser Stadt hier kundtun. Egal was passiert. Berlin, Dankeschön. Und nur, wenn es uns gelingt, dass wir aus dieser Menge am Sonntag die 10, 50, 100-fache Menge an zivilem Ungehorsam hier auf die Straße bringen, dann sind die darüber ruhig, das verspreche ich euch. Und wir müssen am Sonntag einfach noch viel, viel mehr sein. Und dann können wir laufen, und es ist egal, ob wir mit oder ohne gelaufen, wir halten die und ich, komm, ich kann den Schwachsinn nicht mehr hören mit dem. Herr Samuel hat gerade ein Foto gemacht von euch, wie ihr hier sitzt. Und dieses Foto wird irgendwann in den Geschichtsbüchern eurer Kinder sein. Und darüber wird stehen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und jeder dieser Polizistinnen und Polizistinnen hier, die hier gerade rumlaufen, wird dann von seinen Kindern, wenn die aus der Schule kommen, gefragt werden, sag mal, wo warst du eigentlich auf diesem Bild? Und dann werden die sagen, ich bin nicht auf dem Bild, weil ich habe die Leute dazu gezwungen, das zu tun. Und dann werden sie sagen, ich habe es damals nicht verstanden, aber ich bin ein Verbrecher gewesen, ein Verbrecher gegen die Menschlichkeit. Die Würde des Menschen ergibt sich aus der Menschlichkeit, und die Menschlichkeit sieht man am Gesicht der Menschen. Entweder sind die Richter des Verwaltungsgerichts Berlin völlige Idioten, das glaube ich aber nicht. Nein, sie beteiligen sich mit an diesem Verbrechen. Das ist völlig egal, ob die uns die Versammlungen verbieten oder nicht, weil die Freiheit kann man sich nicht verbieten lassen. Das, was die Polizei hier in Berlin macht und das, was das Gericht hier in Berlin macht und das, was der Innensenator hier in Berlin macht, das ist Delegitimierung des Staates. Diese Menschen machen diesen Staat kaputt. Die Scheiße weg, haltet euch nicht mehr an die Regeln, sondern seid endlich freie Menschen, als die ihr geboren seid, denn die Würde des Menschen ist unantastbar. Und eins verspreche ich euch, ich werde euch nie wieder auffordern, einen Helikopter zu machen. Ja.
Polizistin im Bus hat vorhin gesagt, irgendwas zum Wolle. Und da habe ich gesagt, machen Sie sich doch nicht lächerlich. Dann sagte ich, gebe das ja nur weiter. Und dann habe ich gesagt, und genau das müssen Sie nicht. Jeder Polizist, der hier ist, hat die Möglichkeit, seine Maske abzulegen, seine Dienstmarke abzugeben und einfach und ergreifend zu sagen, ich stehe für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und ich bin nicht dafür da, krude Ideen von einer kranken Kanzlerin umzusetzen.